Hallo und herzlich willkommen in Folge 10 des Let's Play Metro 2033. Wir sind hier durchgekommen, oder ich bin hier durchgekommen, besser gesagt. Hier ist noch irgendjemand. Aber ich kann nicht genau feststellen, von wo es kommt. Ach, der ist da oben. Jetzt nicht mehr. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Ich denke ja nicht. Was ist das für ein Labyrinth, Alter? Weiß zwar nicht, für was es gut ist, aber ich denke mal, wir bekommen da mit. What the fuck, Waffen? Shisha! Ich will noch mehr. Mann. Ich bin high. Ich bin high. Wow. Ich bin high. Wuhu. Wuhu. What the fuck? Oh, geil. Ich will noch einmal. Oh yeah. Scheiße, ist das geil. Ey, 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 es macht sich selbstständig. Ja, okay. Lassen wir es mal. Ja, komm. Werd wieder normal. Was auch immer dieses Gefühl, dieses Geräusch ist. Ja. Hallo. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich werde dich hier zurück. Are you serious? Egal. Ja, yep, das war mir irgendwie klar. Also da. Ah, deswegen ist der Schalter da hinten wahrscheinlich. Aua. Egal. So. Ah, da ist ja noch was versteckt. So. Okay, gut. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist das der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wer zum Teufel? Oh. Nein! Ah, verdammt. Das ist immer.
immer so. Nein! Bitte, nein! Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Nein. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen. Und eine kluge Entscheidung. Hä? Ah, oh, oh. Ja, also... Okay. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Jo, Geister. Wie auch immer da diese eine Kiste rankommt, aber egal. Natürlich geht der andere Typ vor. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Das hört sich schon mal gut an. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Okay. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Anschluss. Da Fuchs! Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Okay. Wieso immer? Es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Was? Wer oder... Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Wer oder was war das? Konzentrieren. Gehen wir. Kann ich Munition klauen? Nee. Ja, ich will nicht den fetten Arsch sehen. Da. Eier. Mama, wo bist du? Das ist Singularity-like. Oder Singularity ist Metro-like. Keine Ahnung. Solche Sachen gibt's auch dort. Wer mein Let's Play gesehen hat von Singularity, der weiß, was ich meine. Zur Seite, Artyom. Okay, sagen wir es mal so. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Okay, sagen wir es mal so. Nicht ganz ist es so gleich wie Singularity. Oder Singularity ist nicht so gleich ganz wie Metro. Ja, kommt darauf an, welches Spiel als erstes kam. Jo.
Immer nach vorne schauen. Was passiert, wenn ich jetzt nach hinten schaue? Hä? Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ich bin hinter dir. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterium. Alom rom om. Alom rom. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Ich denke mal. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Hm. Ich denke, das war der Vater uns auf Russisch. Ich bin mir aber nicht sicher. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Ich dachte, Ratten meiden die Tunnel. Meine Lampe wird... Warte. Ja, so, viel besser. Ah, Scheiße. Eine goldene? Nee. Sah nur so aus. Konzentrieren. Jo, ich konzentriere mich. Hallo. Ah. Revolvermunition. Wieso musste ich nachladen? Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Ah, okay. Ich soll dann nicht dahin gehen. Gehen wir. Anomalie. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Gut. Dann machen wir hier auch in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich bin mal ein bisschen geil, okay? Danke fürs Zuschauen, abonnieren, favorisieren, Daumen hoch, wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter und so weiter.
Ja. Wie gesagt, danke und bis zum nächsten Mal.